Ja, hallo. Letztes Mal haben wir gesprochen, was seriell und was parallel ist. Gell? Dieses Mal wollen wir uns eine spezielle Anwendung anschauen von unseren Widerstandsschaltungen. Gell? Und zwar schauen wir uns einen sogenannten Spannungsteiler an. Funktioniert so. Das ist das Kabel mit der Spannung. Gell? Das ist mein Spannungsteiler. Und ist natürlich ein Blödsinn. Das ist kein Spannungsteiler. Was ist ein Spannungsteiler? Ich zeige das jetzt. Ja. Ich zeichne da mal ganz wertfrei zwei Widerstände auf. Ja. Und zwar so, passt auf. Da ist eine Klemme. Da ist ein Widerstand. Darüber ist auch eine Klemme. Da ist ein zweiter Widerstand. Und da unten gibt es auch zwei Klemmen. Aber die sind eigentlich da zusammengeschalten. Ja? So, jetzt haben wir da einen R1. Wir haben hier einen R2. Okay? Dann sollen das zwei Spannungen hier sein. Ja? Und zwar gehen wir da. Gehen wir hinein mit der Spannung UI oder nehmen wir es UE für Eingang. Okay, Eingang. Und darüber gehen wir raus mit UA, das ist der Ausgang. Jetzt wollen wir das ein bisschen ausrechnen. Ja? Wie groß ist denn leicht UA, wann UE gegeben ist? Ja? Sagen wir, machen wir ein Beispiel, sagen wir UE sind 100 Volt. Ja. Und jetzt haben wir R1 sind, was nehmen wir? Ist ja wurscht, 160 Ohm und R2 sind 80 Ohm. Okay? Und jetzt wollen wir wissen, wie groß ist leicht UA? Wir beginnen wieder alle möglichen Spannungen und so weiter einzuzeichnen. Gell? Also da haben wir U1, da haben wir U2. Ja? Jetzt zeichnen wir die Ströme auch ein und da ich die in diese Richtung eingezeichnet habe, die Spannungen, zeichnen die den Strom in die gleiche Richtung ein. I1, I2. So. Jetzt. Müssen wir schauen, ist was seriell, ist was parallel? Und zwar, da, der Strom, der rinnt da rein, kann hier abbiegen, tut er aber nicht, weil er kann hier nicht raus. Das ist offen, das ist Sackgasse, gell? Da geht es nicht um. Das heißt, der gesamte Strom, der hier runter rinnt, rinnt hier weiter. Das heißt, R1 und R2 sind eigentlich seriengeschaltet und das heißt, dass mein I1 gleich meinem I2 ist natürlich, ja, rein durch, Serienschaltung. Okay. Gut, das heißt, ich zeichne das um. Jetzt habe ich da mein R gesamt. Was ein bisschen verloren habe, ist diese Sackgasse, die ist jetzt weg. Stört mich jetzt nicht besonders. Ja. Aber schauen wir uns das an. Da ist nach wie vor unser UE. Ne? Mehr war es nicht. Und da ist mein I1. Ne? Und da mein R. Wie groß ist mein R? Das ist R1 plus R2. Okay? Also in meinem Fall 160 plus 80 sind 240 Ohm. Gut. Jetzt zeichnen die der Uhr. So, jetzt legen wir wieder los mit einer Masche. Okay, also eine Masche. Fangen wir da oben wieder an. Masche 1. UE.
minus U, bin ich wieder da, ist 0 Volt. Das heißt, U ist gleich UE, ist gleich 100 Volt. Gut. Wie groß ist jetzt I1? Ohmsches Gesetz. Wichtig, I1, U dividiert durch R. Und das sind 100 Volt in diesem Beispiel, dividiert durch 240 Ohm. Was kommt da raus? Einschalten müssen wir. 100 dividiert durch 240 sind 0,416 periodisch Ampere. Das sind 416,6 periodisch Milliampere. Das rennt da. Das rennt aber da auch logischerweise. 416,6 periodisch Milliampere. Gut. Jetzt kann ich mir U1 ausrechnen. U1 ist gleich I1 mal R1. Oder R1 mal I1 ist wurscht, das gilt das Kommutativgesetz. Kann ich auswechseln, gell? R1 sind gleich 160 Ohm mal diese 416,6 periodisch Milliampere. Okay. Was kommt da raus? Das mal 160, 66,6 periodisch Volt. Okay. U2 ist R2 mal I2 und das ist, weil I1 gleich I2 ist, genau, also diese 80 Ohm mal 416,6 periodisch Milliampere. Und das 160 auch, das ist genau die Hälfte, also muss 33,3 periodisch um ein Volt rauskommen. Und in Summe kommen 100 Volt heraus. Kann das stimmen? Schauen wir da, Masche. Masche 2 ergibt UE minus U2 minus U1 ist gleich 0. Das heißt, U1 plus U2 ist gleich UE ist gleich 100 Volt. Passt also alles zusammen. Ja, sind wir glücklich. Jetzt habe ich das ganz normal ausgerechnet. Jetzt kommt wahrscheinlich, okay. Aber jetzt pass auf. Jetzt nehme ich die Zahlen weg und setze das hier einfach ein. Dann steht hier nämlich hier, U1 ist gleich R1 mal I1, genau das gleiche wie wir da gestellt haben. Ja? Und das ist gleich R1 mal U durch R. Okay? Ist gleich U1. Jetzt schauen wir U2 an. U2 ist R2 mal I2. Das ist R2 mal U durch R ist U2. So, also jetzt mache ich ein bisschen einen Kunstgriff, weil jetzt schreibe ich nämlich da U1 ist gleich, das ist das da, U mal, ich meine so ein großer Kunstgriff ist es nicht, R1 durch R. Jetzt habe ich einfach das R da unter U weg und aufs andere. Und U2 ist U mal R2 durch R. Okay. Das heißt, pass auf, ich kann jetzt verschiedene Sachen daraus ableiten. Und zwar, wenn ich da das U rüberbringe, U1 dividiert durch U ist gleich R1 dividiert durch R. U2 dividiert durch U ist gleich R2 dividiert durch R. Und wenn ich die zwei Sachen dividiere, komme ich drauf, dass U1 durch U dividiert durch U2 durch U ist gleich R1 durch R dividiert durch R2 durch R. Jetzt kürzt sie das da weg.
Ja? Dieses R ist futschi, das U ist futsch und das R ist futsch. Und was überbleibt ist, U1 zu U2 ist gleich R1 zu R2. So, was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt, diese ganzen Brüche und so weiter? Das heißt, dass dort die größte Spannung ist, wo der größte Widerstand ist. Ist es irgendwo ein kleiner Widerstand, ist dort auch eine kleine Spannung. Ist irgendwo ein großer Widerstand, ist dort eine große Spannung. Das ist doch logisch, denn der Strom, der durchrinnt, muss ja der gleiche sein. Ja? Und jetzt rinnt da der Strom durch und dass ich den gleichen Strom durch einen größeren Widerstand durchbringe, brauche ich dort mehr Spannung. Ja? Jetzt ist es so, dass die Spannung, die an der Kombination liegt, ja, ist die größte Spannung, die überhaupt da auftritt. Ja? Und die teilt sich jetzt auf. Ja? Weil mehr Spannung habe ich nicht. Ich kann sie nur höchstens aufteilen auf die zwei Unterspannungen. Ja? Deswegen heißt das so, die große Spannung hier, die teilt sich auf diese Spannung und auf diese Spannung. Und deswegen heißt das Spannungsteiler, weil sich die Spannung aufteilt auf zwei Widerstände. Und wie teilt sie sich auf? Naja, sie teilt sich auf entsprechend den Widerstandswerten. Ja? Ist das da oben doppelt so groß wie der Widerstand? Was da in diesem Beispiel zufällig der Fall ist. Ja? Dann ist die Spannung hier auch doppelt so groß wie diese Spannung. Und das sehen wir auch hier, 66,6 periodisch ist hier und dann haben wir 33,3 periodisch. Das ist halb so groß wie die. Aber weil der Widerstand halb so groß ist wie der. Das heißt, kenne ich das Widerstandsverhältnis, dann sage ich, okay, der ist doppelt so groß wie der, muss die Spannung doppelt so groß sein wie die. In Summe muss es aber UE ergeben. Wenn der viermal so groß ist, dann ist die Spannung halt viermal so groß wie der. Und wenn der da unten viermal so groß ist, dann ist die untere Spannung viermal so groß wie die obere. Und wenn es gleich sind, wenn der und der gleich sind, dann teilt sie sich halbe auf. Soll nichts Schlimmes passieren wie das. Okay? Spannungsteiler heißt so etwas. Wird sehr, sehr häufig angewandt. Ja? Oder gibt es einfach häufig. Deswegen, ich meine, man kann das, wie ihr seht, ganz normal ausrichten. Ja? Aber mit dem, mit diesen Regeln, kommt man unter Umständen schneller zum Ziel. Braucht man sich nicht so angefretten. Ja, und was ist jetzt eigentlich UA? Ja? Da rüben habe ich auch eine Masche. Masche, ja. Das ist die Masche 3, Masche 3, man stellt da hin, U2 minus UA ist gleich 0, das heißt UA ist gleich U2, ja. Das heißt in dem Fall 33,3 Volt. Okay. Manchmal tauchen so Spannungen, wenn man sowas aufzeichnet, sieht man, Spannungsteiler. Machen wir ein Beispiel. Schauen wir, ob wir jetzt schneller zum Ziel kommen. Okay. Machen wir wieder genauso einen Spannungsteiler. Da wieder mein UE und das soll nicht wieder sein 100 Volt. Ja. Da mein UA. Ja. Jetzt pass auf, das mein R1 hier sind 750 Ohm, ja. Und mein R2 hier sind 250 Ohm. Ja. Wie groß ist UA? Jetzt ziehe ich sofort, das sind Spannungsteiler, da kommt es auf das Widerstandsverhältnis drauf an. Okay, also die Gesamtspannung liegt am Gesamtwiderstand. Der Gesamtwiderstand, R gesamt, ist R1 plus R2. Die große Spannung liegt am ganz großen Widerstand. Das sind 750 Ohm plus 250 Ohm. Das sind
1000 Ohm. Ja? Super. Ja? Die große Spannung liegt am Gesamtwiderstand und die kleine Spannung liegt am kleinen Widerstand. Und das Verhältnis ist gleich dem Widerstandsverhältnis. Das gilt immer. Die Spannung zu der Spannung ist der Widerstand zu der Widerstand. Die Spannung zu der Spannung ist der Widerstand zu dem Widerstand. Die Spannung zu der Spannung ist der Widerstand zu dem Widerstand. Ja, das haben wir gerade da vorhin abgeleitet. Ja. So, also, UA ist gleich. Na, ich sage einfach UA zu UE. Ja. So, das ist vielleicht nur der Widerstand, die Spannung zu dieser Spannung verhält sich wie die Widerstände. Und zwar der Widerstand R2 durch den Gesamtwiderstand RGS. Ja? Passt. Ja? So, UE kennen wir, das heißt, das bringe ich auf die andere Seite. Also steht im Endeffekt da, ich schreibe auch schwarz weiter jetzt, UA ist gleich UE mal R2 dividiert durch R Gesamt. Das sind 100 Volt mal 250 Ohm dividiert durch 1000 Ohm. Und das sind, ihr könnt es in deutschen Rechner eintippen, 25 Volt. Was man nicht glaubt, ich tippe es euch ein. Ja. 100 mal 250 dividiert durch 1025. 25 Volt. Park, bin schon fertig. Das ging? Ging das? Mann. Hallo? Okay. Hallo, hallo. Okay. Geht schon schneller, wenn man das anwendet. Man kann es so machen, wie gesehen, das haben wir zuerst gemacht, jetzt haben wir es so gemacht. Okay. Mit den Widerstandsverhältnissen. Diese Spannung zu dieser Spannung ist wie der Widerstand zu dem Widerstand. Diese Spannung zu dieser Spannung ist wie der Widerstand zu dieser Spannung, zu dem Widerstand. Und diese Spannung zu dieser Spannung ist so wie der Widerstand zu dem Widerstand. Immer gleich. Das ist gleich. Teilt sich entsprechend dem Widerstandsverhältnis auf. Jetzt, wenn wir das so zeichnen, sehen wir einen Spannungsteiler. Manchmal sieht man es nicht sofort. Zum Beispiel hatten wir ja mal unsere reale Spannungsquelle mit einem Innenwiderstand und den zwei Klemmen und da draußen ist der Lastwiderstand. So hat das ausgeschaut, gell? Da haben wir gesagt, okay, das ist Plus, oder das ist der R-Innenwiderstand. Das ist der Lastwiderstand da draußen. Und da haben wir die Quellenspannung 0. Und da haben wir auch umgerechnet. Und haben gesagt, wie groß ist denn da die Spannung? Das U. Wie groß ist das? Wenn wir das schon gewusst hätten. Jetzt weiß ich nicht, ob es versiegt. Ich zeichne es jetzt ein bisschen anders. Da. Pass auf. Spannungsquelle. Also das Einzige, was ich umgehen habe, ist, dass ich das halt gerade noch umzeichnet habe. Aber es ist ja egal. Ja. RI, RL, U0, und da haben wir U. Das ist ein Spannungsteiler. Das ist ein Spannungsteiler, hörst. Wie groß ist U? Wie groß ist U? Ja. Gleicher Schmäh wie der vorher. Die Spannung zu der Spannung ist so wie der Widerstand zu dem Widerstand. Das heißt, wenn ich das anschreiben darf, U dividiert durch U0 ist gleich so wie der Widerstand RL zum Gesamtwiderstand RL plus RI. Ja. Das heißt, mal U ist gleich U0 RL dividiert durch RL plus RI. Wunderbar, sind wir schon fertig. So blockt haben wir sie. So ist das. So ist das mit den Spannungsteilern. Ja. Anders sieht es aus, wenn ich hier diesen Spannungsteiler belastet habe. Ja.
Da müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Wenn ich hier nämlich tatsächlich einen Lastwiderstand drauf haben sollte, hier, ja, wenn es hier einen RL gibt, zeichne ihn so punktiert, weil er eigentlich bei der Rechnung da nicht drauf war. Ja. Wenn es hier einen RL gibt, dann darf ich nicht diesen Widerstand nehmen, sondern muss die Parallelschaltung von diesen zwei Widerständen nehmen. Und dann ist wieder Spannung drin und dann geht es wieder. Okay? Aber vorher muss ich es halt parallel schalten. Ist sehr logisch. Ja. Jetzt kann da, unsere Prämisse war ja, dass da und hier der gleiche Strom durchrennt. Jetzt teilt er sich hier aber auf, wisst ihr, Sockgassen, Hauswegsprenger und so weiter, was ich gesagt habe. Plötzlich geht der Fließverkehr durch, rennt schon drüber. Ja. Deswegen zusammenziehen auf einen Widerstand, dann geht es wieder. Dann geht es wieder. Okay. Spannungsteiler. Standardschaltung. Wie gesagt, ihr könnt es gern ausrechnen so. Ja. Oder ihr macht es mit den Widerstandsverhältnissen. Es geht schneller. Ja. Für die Übung würde ich es ein paar Mal mit den Widerstandsverhältnissen probieren, weil dann sieht man es auch und dann kommt man schnell drauf und dann funktioniert das auch. Das ist also eine mögliche oder eine oft genutzte Sache. Nächstes Mal werden wir uns wieder eine oft genutzte Sache anschauen, und zwar eine Kombination aus zwei so Spannungsteilern. Ja? Das heißt dann Brückenschaltung. Brückenschaltung. Werden wir sehen, was das ist und was das macht. Für Spannungsteiler war es das einmal von mir. Ja? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wiedersehen.